Andreas, jetzt werden sie zerkleinert. Ja. Ganz wichtig ist hier der erste Schnitt. Sozusagen Thoraxöffnung pulmonal. Oh. Also erst vom Brustbein einschneiden. Liegt es so um richtig? Andersrum bitte. Mhm. Und jetzt machen wir hier einmal so einen Cut. Genau. Ja. Rechts und links. Rechts und links von der. Genau. Hier was. So. Genau. Bis nach vorne durch. Da muss dann auch die Spannvorrichtung schön rein. Das Schlüsselbein, wir müssen so erstmal schön so rein. Sprechen hier. Zack. Nee, wo? Die liegt doch falsch rum, oder? Kann das sein? Und jetzt? Ach, hier vorne. Ja. Das ist das Schlüsselbein. Kannst du dem Ingo zum Abladen gehen? Ich muss das noch kontrollieren. Ja. Das ist lecker. Traumhaft. Wir müssen natürlich die Knochen mitnehmen. Richtig rein, die Damen. Und vom Brustbein weg. Genau. Den zweifachen Brustbein öffnen. So wegziehen? Ja. Von der Seite genauso. Warte. Hier sehr schön zu sehen, das Fleisch, was hier. Ingo! Und was ist mit den Knochen hier? Die so lang. Ach so, so lang. Ah ja, alles klar. Trächtig. Oh. Oh, mein Scherz, mein Kopf macht einen Drehbum-Bum-Bum. Okay. Nein, aus der Fassung. Aus der Fassung drücken, genau. Ich kann ja aus der Fassung drücken. So, ja? Richtig schön. Ingo, du kannst ja hier eine ganze Eins ganz aufessen. Ich nehme nur ein Stückchen. Und was tue ich zurück? So, und jetzt? Oh. Jetzt die Karkasse los. Okay, mach mal. Ich halte fest. Hinten und so. Okay. Und das ist jetzt Abfall, was machen wir damit? Da wird die Soße damit gemacht. Ach, damit machen wir die Soße. Schmeißen wir nicht weg. Ingo, das kriegst du nicht, das brauchen wir noch für die Soße. Vielleicht die Karkassenprobleme, Andreas. Au! Nur so. Scherz. Jetzt musst du mir mal helfen. So eine Gans, wenn die auf den Teller kommt, sieht die ja schon etwas appetitlicher aus. Nun ja, das ist Ansichtssache. Ich glaube, für Ingo würde das auch jetzt schon reichen. Okay, ja. Gut. So, jetzt drehen wir das Ganze rum. Jawohl. Einfach so. Genau. Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache hier. Und haben jetzt ein astreines 1:1 Schnittbild einer toten Gans. Geil. Das ist doch groß. Messer, bist du vorsichtig, Messer? Du weißt, du neigst zu Gewalt. In der Mitte durch. Hier? Jawohl. Ja, das würde ich sagen, hier. Wir haben hier noch einen Schnitt. So? Genau. So oder so? Du darfst ihn die Keule zerstören. Mhm. Okay. Oh. 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 Im Prinzip sind wir durch, Andreas, oder? Die Brüste tun wir nochmal auftragen. Natürlich. Mhm. Leicht schräg schneiden? Ja. Sieht schön aus. Ne? Sieht auch schön aus. Ja. Sehr schön. Mhm. Ja, mach du mal die Brüste. Prinzipiell einmal, ist das oder? Die Brust das aber doch schon zum Verzehr geeignet, ne? Wenn ich das mal testen darf. Nicht. Schade. Was macht man jetzt, Mirko? Wie der Andreas. Mein Assistent. Ja. Schon richtig erkannt hat, brauchen wir jetzt natürlich so ein Ding. Und da legen wir alles rein. Warum das? Weil wir jetzt gleich zur Soße schreiten. Und ihr wisst ja, die Süß ist die Melodie zu die Fleisch. Oh. Warum kommt das jetzt da rein? Weil wir es knusprig machen wollen. Ach, knusprig, okay. So, kann das so hier liegen bleiben? Ja. Wobei es auch unknusprig schon sehr gut schmeckt. Das ist jetzt die hohe Schule, liebe Hausfrauen. Wir verraten Ihnen heute nicht, wie man Klöße und Rotkohl macht. Das können Sie. Aber hier kommt die Formel 1 unter den Kochgerichten. Andreas, wir sind bei der Soße, oder? Richtig. Die Süß, haben wir gelernt heute, ist die Melodie zu die Fleisch. Für die Fleisch. Welche Melodie hast du uns heute hier komponiert? Sag uns ganz kurz, was du gemacht hast unter meiner fachkundigen Anleitung. Wir haben die Karkasse klein gemacht, angebraten mit Apfel, Zwiebel, Lauch und Möhre. Tomatenmark noch mit dran, dass die Soße schön dunkel wird. Und mit dem Gänsefond, der im Ofen zusammengelaufen ist, aufgegossen, noch ein bisschen Wasser mit rein und jetzt sind wir soweit, um die durchs Sieb zu seihen. Bei mir läuft auch gerade vorne zusammen. Oh. Kann man das schon mal kosten? Das können wir kosten. Nur, nicht, Ingo, ich wollte. Ja, voll viele. Verbrennen die richtig einen Schlund. Oh ja. Warte, Claudia, wollen wir auch mal? Da können wir kosten. Das ist gut. Warte. Du bist toll.
Mhm. Du musst Gott sein, Andreas. Ich würde sogar sagen, der Gott unter den Göttern. Ja. Oh, warte. Das Schöne ist, bei Christoph sieht das nicht aus, als ob er Soße probiert, sondern ich muss mal ein Level Suppe nehmen. Husten. Ne, mach doch. Oh ja. Mmh. Mmh. Ja, großartig. Und ich habe übrigens gelernt, hier im Erzgebirge heißt das nicht Soße, sondern Debris. 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 Nicht der Brie, sondern Debris. Brie-Triebertreifel. Mhm. Okay. Siehst du wieder was dazugelernt? Na? Und so hast du deinem Wuchs auch beim Kochen eine Elle hinzugefügt. Dankeschön, Mirko. Dafür habe ich dich ja auch. So, ich Prinzip, Andreas, sind wir durch, oder? Ist fertig. Können wir nach den Mundschenken rufen und die Kellner schicken? Muss sein. Achso, muss sein. Aha. Und okay. Sag mal, Andreas, du musst mal ein bisschen dich in den Vordergrund drängen, auch wenn die Kollegen hier schon kurz vom Kollabieren sind. Wie viele Sterne hast du eigentlich? Kein. Dann wird es Zeit, wir verleihen dir hiermit für deine heutige tatkräftige Hilfe und für das, was du dir jetzt alles von uns anhören musstest. Ich glaube, es waren lange nicht so viele unlautere Leute in deiner Küche, oder? Wir verleihen dir mal ganz drei, mal vier Sterne. Ist das okay? Vier von vier möglichen. Richtig. Mehr geht nicht. Herzlichen Dank, Andreas. Super gemacht. Hat mit euch auch viel Spaß gemacht. Guck, Klauen an, mit einem Glas Rotwein. Passt am besten zu ganz, oder? Ja. Dir ist gefällt. Gut. So, mit der Soße sind wir durch. Wir würden uns jetzt dem letzten Gang widmen. Dem Essen? Ja. Dem Essen. Jetzt gibt's Essen. Jetzt gibt's Essen. Ingo, es gibt Essen. Oh. Und zum Essen gehört natürlich ein gutes Pilsen. Ne? Jetzt trinkst du von mir einen Schluck mit. Ja? Ingo, wo hast du das? Das steckt da nach hinten noch. Verstaufen und so. Oh mein Gott. Ja, so, jetzt gibt's Essen. Und wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten. Vielen Dank an die Kühlerhütte. Und die Einstellung ist gut, bleib drauf. Mhm. Muss das jetzt essen? Großartig. Weißt du noch damals? So, liebe Hobbyköche, es ist vollbracht. Wir sind fertig. Vielen Dank nochmal an die Köhlerhütte, an den Andreas und natürlich auch an den Heiko. Heiko, hast du es bereut, dass du uns eingeladen hast? Nee. Ist ja was Leckeres rausgekommen. Es gab auch übrigens keine Verletzten. Doch, ein bisschen. Die Claudia hat mir im Finger gestochen. Naja, das tut mir leid. Es gab keine nennenswerten Verletzten. Deswegen wünschen wir Ihnen jetzt allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Nochmal vielen Dank an die Köhlerhütte in Waschleite, dass wir hier Gänsebraten machen durften. Frohe Weihnachten und einen schönen Gänsebraten. Kann ich noch ein bisschen Soße haben? Mit Radio RTL. We love to Weihnachten you.